den Göttern. Da Ägyptens Beschützer, der Gott Horus, immer noch Gefangener des bösen Gottes Seth ist, bemüht sich Pharao Merenre, die Erinnerung an Horus in den Herzen der Ägypter wachzuhalten. Deshalb wird jedes Jahr eine feierliche Zeremonie zum Ruhme von Horus, dem Falkengott, vorbereitet. O Herrscher der beiden Länder, Leben, Stärke und Gesundheit! Seht, was ein Arbeiter der Goldmine gefunden hat. Eine goldene Feder. Sieh dir das an, Ratofer. Ich glaube, ich verstehe. Papyrus streckt deine Hand aus. Möge die Macht der Götter uns einen Weg zeigen, den Falkengott Horus zu befreien. Du glaubst also, diese Feder ist eine Feder des Gottes Horus? Ja, Teti, das glaube ich. Ich auch. Und er zeigt uns, wo wir hingehen müssen, um ihn aus der Gewalt Seths zu befreien. Er zeigt uns den Weg ins Reich von Ombos. Dann ist die Zeit also gekommen. Ich muss die Mission erfüllen, die mir die ruhmreiche Göttin Nebu aufgetragen hat. Dann geht. Die goldene Feder wird euch vor möglichen Angriffen Seths schützen. Kommt ihr nicht mit, Ratofer? Nein, Junge, das ist deine Mission. Aber mittels meiner Gedanken werde ich euch beistehen und die Feder dazu anhalten, euch den Weg zu zeigen. Kommt er an die goldene Feder? Wie hat Horus das nur gemacht? Aber wenn ihr unbedingt gegen mich antreten wollt, kommt, Teti und Papyrus! Ich erwarte euch! Und du, Ratofer, hast deinen eigenen Untergang und den ganz Ägyptens unterschrieben! Beim Buche des bösen Horus-Feiertag soll der Tag sein, an dem Seth triumphieren wird! Hörst du mich, Jezeska? Ja, Herr von Ombos, ich höre und gehorche! Was ist, Teti? Ach, ich weiß auch nicht. Nennen wir es Eingebung. Ich fürchte, irgendwie stimmt die Richtung nicht. Ah, verstehe. Das ist wohl eine dieser berühmten weiblichen Intuitionen, was? Fragen wir doch die goldene Feder. Oh, goldene Feder des Horus, führe uns! Flieg, goldene Feder, flieg! Das ist genau die Richtung, in die ich gehen wollte. Ich denke, wir können ihr folgen. Edle Prinzessin, auch wenn der bescheidene kleine Fischer die Gebräuche der Wüste nicht kennt, schlägt er dir trotzdem vor, deinen Durst zu stillen. Das kann doch nicht wahr sein. Der Wassersack ist gerissen. Er ist leer. Vielleicht war meine bescheidene weibliche Intuition doch nicht so verkehrt. Wir müssen einen Umweg machen. Sieh mal da drüben. Eine Oase. Also dann, worauf warten wir noch? Auf einen Befehl der Tochter des Pharaos? Geht's? In dieselbe wie vorher, nehme ich an. So ist es. Unser bescheidener Fischer entwickelt sich zu einer Wüstenratte. Verbindlichsten Dank, Prinzessin. Nanu, die Feder! Sie ist einfach weggeflogen. Ich verstehe das nicht. Bei Horus, was fällt euch ein? Komm zurück! Papyrus! Schlangen? Der Brunnen war also vergiftet. Jetzt verstehe ich. Ratofer wollte uns warnen. Die Pferde können wir vergessen. Die holen wir nie wieder ein. Ohne Pferde und Wagen sind wir verloren. Die Feder des Falkengottes und Ratofer sind noch bei uns. Gib die Hoffnung nicht auf, Teti. Dann laufen wir eben weiter. Ratofer ist im Palast. Er ist seit Tagen in seinem Zimmer und meditiert. Dann müssen wir uns beeilen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja!
Was ist denn? Reiß dich zusammen. Sieh mal da. Das ist die Hieroglyphe für Wasser. Na wunderbar. Und wie sollen wir das trinken? Verstehst du denn nicht? Das ist ein Zeichen der Götter. Benutze das Schwert des Horus. Ach, meinst du wirklich? Die Macht der Götter ist mit uns. Ja, aber sieh dir mal Horus' Feder an. Sie zeigt auf den Boden. Das kommt mir zwar unsinnig vor, aber versuchen wir es trotzdem. Bei allen Göttern, das ist die Hieroglyphe des Herrn von Ombos, von Seth. Wo sind wir? Im Königreich von Ombos. Also im Reich des bösen Gottes Seth. Kein Mensch zu sehen. Und trotzdem fühle ich mich irgendwie beobachtet. Papyrus, sieh doch mal die Feder. Sie führt uns. Das Tor von Ombos muss ganz in der Nähe sein. Das Tor. Das Tor von Ombos ist dort. Gefunden. Ja, ja, das habt ihr. Kommt herein. Ich erwarte euch schon. Warte, Papyrus. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind ganz kurz vor dem Ziel, Teti. Wir müssen da reingehen. Nein! Komm zurück, Papyrus! Nein, geh nicht weiter. Nein, geh nicht hinein. So, Ratofa, es ist zu spät. Du kannst deinen beiden Schützlingen nicht mehr helfen. Papyrus? Geh nicht weiter, bleib stehen. Das ist eine Falle. Nein! Möge Seths Wille nun endlich seine Erfüllung finden. Was war das gerade? Wo sind wir hier? Wir haben uns von Seth überrumpeln lassen. Endlich sind mir Teti und Papyrus ausgeliefert. Das falsche Tor von Ombos hat sie in den See des Vergessens geführt. Und Jebseska hat Ratofa besiegt. O großer Seth, deinem triumphalen Sieg steht nun nichts mehr im Wege.
die Gebete deiner Diener und hilf uns! Katie, hinter dir! Pass auf! Ein riesiger Katzenwelf, nein! Nein! Wir fahren mit der Suche fort, O Pharao. Aber bisher gibt es keine Spur von Ratofer. Welch großes Unglück. Denn ohne seine Unterstützung sind meine Tochter und Papyrus der Macht Seths hilflos ausgeliefert. Darüber hinaus brauchen wir Ratofer für das Fest des Horus. Ja, und die Zeremonie muss stattfinden. Wenn Ratofer bis morgen früh nicht wieder aufgetaucht ist, müssen wir ihn wohl oder übel ersetzen. O Pharao, Leben, Kraft und Gesundheit. Der Hohepriester Chepseska bittet um Gehör. Chepseska, wie kannst du es wagen, vor mir zu erscheinen? Ich habe dich aus Theben verbannt. Treue hat meine Schritte in euren Palast gelenkt, o großer Pharao der beiden Länder. Ich bitte euch untertänig um Gnade. Ich bitte euch inständig darum, das in der Vergangenheit begangene Unrecht wieder gut machen zu dürfen. Außerdem hörte ich, dass euer Ratgeber Ratofer verschwunden ist. Was? Und deswegen wahrscheinlich die Zeremonie zum Fest des Horus nicht durchführen kann. Du willst seinen Platz einnehmen, du, der dir so schändlich mein Vertrauen missbraucht hast? Ich möchte euer Vertrauen zurückgewinnen, o Herr. Und wie könnte ich euch besser von meiner Aufrichtigkeit überzeugen, als euch und Horus zu dienen? Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Geh, ich lasse dich meine Entscheidung wissen. Pyrus? Teti! Bei Isis! Wo sind wir hier nur gelandet? Nichts hiervon existiert. Es ist ein Traum. Nein, Papyrus, das ist sicher kein Traum. Denk doch mal an den Fisch, an den Katzenwels. Er hat uns hergebracht. Ombos, richtig. Dann der Ozean und der Katzenwels. Willkommen im Land Umar. Mein Name ist Fanga. Wir sind Teti und Papyrus und... Das wissen wir. Folgt mir bitte, König Segu erwartet euch. Oh, Nebu, du ruhmreichste aller Göttinnen. Ägypten ist in großer Gefahr. Ich höre dich, Ratofer. Hier bin ich. Ägypten ist in Gefahr. Hilf uns. Ich bitte dich. Den Göttern. Oh, mein Kopf, was für eine scheußliche Medizin habe ich genommen. Aber ich bin ja in einer Grabkammer. Sollte ich die Reise ins zweite Leben bereits begonnen haben? Das hätte ich doch sicherlich bemerkt. Hm? Oh, bei Horus. Oh. Teti, Papyrus. Aber natürlich. Ich danke dem großen Falken, dass er euch hierher geführt hat. Dem großen Falken? Aber... Ich bin Segu, König von Umar. Ich brauche eure Hilfe. Seit ich den großen Falken als unseren Beschützer erwählt habe, hat der Vogel des Bösen nichts als Leid über unser Königreich gebracht. Unser Volk war so verängstigt, dass es am Ende aus der Stadt geflohen ist. Nur meine über alles geliebte Tochter Kia hatte den Mut, es mit ihm aufzunehmen. Sie ist nie zurückgekehrt. Das furchtbare Leid eures Volkes rührt uns, König Segu. Aber was können wir tun? Tötet den Vogel des Bösen und bringt mir mein Kind und mein Volk zurück. Ich verstehe nicht, warum wir, König von Umar. Weil ihr von dem großen Falken geschickt wurdet. Teti, die goldene Feder. Die goldene Feder des Falkengottes. Jetzt verstehe ich, sie wollte uns hierher führen. Oh. Bei Isis. Goldene Feder, nimm deinen rechtmäßigen Platz ein. Thank you.
gekommen, um gegen dich zu kämpfen. Prinzessin! Kia, hörst du mich? Hier, ich bin hier. Was soll ich tun? Her, beeil dich. Der Vogel des Bösen kommt zurück. Hilf mir. Wie kann ich dir jemals danken? Sieh nur. Dein Schwert! Aber bedenke, Papyrus, das Schwert ist nur so stark wie dein eigener Mut. O Pharao, die Sonne steht fast im Zenit. Das Volk drängt sich vor den Toren des Tempels. Wir können nicht länger auf Ratofa warten. Wir müssen mit der Zeremonie beginnen. Also schön, schickt nach Chepseska. Er soll herkommen. Ihr wart erfolgreich. Dank euch ist meine Tochter zurückgekehrt. Und das Königreich Uma wird wieder im alten Glanz erblühen. Wie kann ich dir dafür danken, Papyrus? Du hast uns alle vor dem Vogel des Bösen gerettet. Ich konnte euch nur dank des Falkengottes helfen. Mein Freund ist viel zu bescheiden. Er ist darauf spezialisiert, Prinzessinnen zu beschützen. Und manchmal frage ich mich, ob sie den Aufwand verdient haben. Wir alle werden euch vermissen, besonders meine Tochter Kia. Aber nun müsst ihr in eure Welt zurückkehren. Du sprichst weise Worte, König Segu. Geht, denn ich weiß, dass ihr dort gebraucht werdet. Geht in Frieden und möge der große Falke mit euch sein. O Horus, König der Himmel, Gott der zwei Horizonte, wir haben uns hier zu deinen Ehren versammelt. Möge dein Licht schon bald wieder über Ägypten scheinen. O großer Seth, Herr von Ombos, dein Triumph ist nah! O wahrer und einziger Gebieter Ägyptens, erhöre das Gebet deines Dieners! Teti, Papyrus, kehrt schnell zurück. Du wagst es, das Wort zum Ruhm Seths zu ergreifen. Zu spät! O Seth, Herr von Ombos, Gott des Krieges und der Zerstörung! Wachen! Nehmt diesen Mann fest! O Herr von Ombos, die Stunde deines Triumphes ist nah! Oh. Mit Hilfe deiner Macht möge das Böse über Ägypten herrschen. Jetzt und für immer! Zu spät! Es ist zu spät! Horus Wille geschehe! Chepseska, ich verbanne dich für alle Zeiten! Teti und Papyrus, ich hatte befürchtet, euch nie wiederzusehen. Der Falkengott hat unseren Dank verdient, Vater.
mein armer Rücken, Teti, Papyrus, das wurde aber auch Zeit. Die Grabkammer ist meinen morschen Knochen gar nicht bekommen. Jepseska hat endlich verraten, wo er dich versteckt hatte. Wir haben versagt. Wir hätten beinahe das Tor von Ombos durchschritten. Die Zeit dafür war noch nicht gekommen, aber eure Expedition war nicht vergeblich. Durch euch konnte Horus sich offenbaren und uns die Hoffnung geben, dass er sich eines Tages aus Seths Gefängnis befreien kann. Und außerdem habt ihr das Königreich von Uma gerettet. Dann existiert Uma also wirklich. Und es war nicht nur ein Traum? Aber Papyrus, hast du schon die liebreizende Prinzessin Kia vergessen? Ach, Atofa, ich glaube, ich bin es leid, Prinzessinnen zu retten. Ein paar von denen können ganz schön unangenehm sein. Ich verstehe, was du meinst, Papyrus. Aber du musst die Mission, die dir die Göttin Nebu aufgetragen hat, erfüllen. Sonst erlebst du, wie unangenehm Göttinnen sein können. Na, wenn das so ist, dann mache ich wohl doch besser mit den Prinzessinnen weiter.